Kapitel 70. Des Virus letzte Elite. Zeta war verschwunden, erzürnt über seine eigene Falschheit und ließ die nun erweiterte Gruppe so zurück. Epsilon war nun die siebte, die Teil dieser großen Mission wurde. Und weshalb genau bist du uns gefolgt? Simpel. Ich war im Ligaturm, weil ich wissen wollte, wo euch Elementara hingeschickt hat. Da wurde mir dann gesagt, dass sie mit Darkrai zusammen abgehauen ist. Und wenn mir da nicht klar gewesen wäre, dass irgendetwas Seltsames vor sich geht, dann wäre die Plotkaiserin nach spätestens 4 Kapiteln erledigt gewesen. Wie oft bei Epsilon war es sehr grob ausgedrückt, aber die Wahrheit war deutlich erkennbar. Trotzdem blieb für die Plotkaiserin eine wichtige Frage offen. Was mit Vater? Er wird wohl kaum in Kiratown geblieben sein, nicht? Ein kurzes Kopfschütteln bestätigte die Vermutung bereits. Was wäre denn anderes zu erwarten? Aber als wir den Riss gefunden haben, konnte ich ihn zumindest davon überzeugen, vor dem Eingang zu warten und zu wachen. Also war auch er nur Meter von dieser Dimension entfernt. Aber Aurora hoffte inständig, dass er sich fernhalten würde. Was hier geschehen würde, war nur für die Kampfelite. Und trotz allem, Hagel war kein großer Kämpfer, zumindest wüsste Aurora nichts davon. Deswegen hoffte sie einfach, dass er auf seinem Posten blieb, während an diesem Ort das große Finale stattfand. Es könnten Stunden gewesen sein, vielleicht waren es Tage, vielleicht bewegte sich die Gruppe aber auch nur für Minuten, als in der Ferne ein eigenartiges Tor in ihr Sichtfeld kam. Es sah beinahe aus wie eine Art Portal. Ein Kreis. 4 Stäbe gingen von ihm aus und je 2 von ihnen spießten je nach einen Bogen auf, so dass ein 2. Kreis entstand, welcher oben und unten geöffnet war. Was zur Hölle ist das? Marshadow, Darkrai, wisst ihr, ob da irgendein Zusammenhang mit Plot Unbound besteht? Nervös schüttelte Darkrai den Kopf. So etwas habe ich noch nie gesehen, aber ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Nicht nur Darkrai vernahm die seltsame Ausstrahlung, dies bemerkte die Leiterin der großen Gruppe. Sie waren nicht alleine. Irgendetwas war hier. Los! Sehen wir es uns an! Unsicher und gleichzeitig doch entschlossen trat Aurora voran. Der Rest der Gruppe direkt hinter ihr. Alleine der Anblick dieses scheinbar göttlichen Tores verlieh ihr eine Gänsehaut. Doch nun durfte die Plotkriegerin keine Angst haben. Nicht wieder. Nicht, nachdem Angst ihr so viel genommen hatte. Mit jedem Schritt wurde das Tor größer. Beeindruckender. Doch noch bevor das Team ankam, ertönte ein lauter Knall, ähnlich wie vor dem Verschwinden Zetas, welcher den gesamten Raum erschütterte. Und wieder. Wieder ertönte das Geräusch hinter dem Rücken der Gruppe. Schnell schwang Aurora herum, vermutend, dass Zeta zur Vernunft gekommen war und ihn im letzten Kampf Gesellschaft leisten würde. Allerdings war es nicht Zeta, was vor ihr stand. Was auch immer dieses Monster war, konnte nicht durch Worte beschrieben werden. Es sah aus wie eine Art Löwe, doch ganz anders. Eine Art blassgoldenes Fell umgab seinen Körper. Die Augen des Wesens waren durchdringend, auf die seltsamste Weise. Durch ihre Abwesenheit nicht einmal leere Augenhöhlen verblieben. 2 große Löcher starrten aus dem Kopf des Monstrums herab. Und doch spürte Aurora, wie die Blicke der Gestalt sich in ihr Fell brannten. Seltsame Antennen standen oben aus seinem Körper ab. Teilweise waren an Orten im Körper des Wesens metallene Rüstungsteile. Oder das goldene Fell floss gar herab wie eine Flüssigkeit. Nichts war hier normal. Dieser Löwe wirkte wie ein Experiment, welchem man den Tod wünschte. Nicht aus Hass, sondern aus Mitleid. Eine krächzende, verzerrte und undeutliche Stimme erklang. Scheinbar aus dem Nichts, doch die gesamte Gruppe wusste, dass dies
die Stimme Plot anbauend zwar. Plot muss verzehren. Macht. Erneut spürte Aurora brennende Blicke auf sich gesammelt. Und das nächste Wort des Plot anbauend, simpel wie es war, ließ sie zusammenschrecken. Aurora. Das ist es. Das ist Plot anbauend. Zwar sprach Marshadow aus, was bereits jedem klar gewesen war. Doch trotzdem spürte Aurora bei dieser Bestätigung erneut einen Stich. Mehr als viermal so groß wie sie selber ragte das Ungetüm über ihr und der Gruppe. Während langsam mehr und mehr der bekannten Viren begann, um seinen Körper zu schweben. Der Ursprung des Seelenvirus. Oder war es das? Darkhartes beschrieben als eine Mischung aus Plot und Seelenvirus. Was, wenn der Sieg über die besessene Epsilon den Seelenvirus hierher verbannt hatte und der Autor einen Teil des Plots hierher verschoben hatte, als die Welt reformiert wurde? Und wenn so beides fusioniert worden wäre, wäre die Existenz von Plot Unbound nicht irgendwie auch Auroras Schuld? Doch bevor sie Zeit hatte, weiter über diese Furcht zu zweifeln, wehte eine Art Sturm der Viren über die gesamte Gruppe hinweg. Schnell legte er sich jedoch wieder. Aurora selber war unversehrt, genau wie Epsilon, Marshadow und Darkrai. Monagoras und Elementara wirkten hingegen befallen, genau wie Seraora. So düster dies die Lage auch machte, Darkrai zog eine Schlussfolgerung, welche dem Team nur ein Vorteil sein konnte. Wir drei sind unversehrt. Der Virus kann ein Pokémon anscheinend nur einmal infizieren. Somit waren nun drei Teammitglieder sicher und Aurora war irgendwie einfach immun. Marshadow erkannte auch diesen Logikfehler, hatte jedoch eine Erklärung parat. Du bist die Plotkriegerin, hattest Kontakt mit Reinplot und standest dem Autor gegenüber. Vermutlich bist du nicht immun. Aurora, aber der Virus ist an diesem Ort in dieser Menge zu schwach für dich. Zu schwach war eine passende Beschreibung dafür, dass ein einziges Pokémon nicht beeinflusst werden konnte, während immer noch drei besessene Freunde und der Herrscher oder Körper des Virus selber ihnen gegenüberstand. Muss verzehren! Ein außerweltlicher Schrei sollte den ersten Teil des Kampfes einläuten. Nämlich jenen, in welchem Plot Unbound sich zurückzog. Die drei Besessenen sollten die Arbeit erledigen. Verglichen mit allem, was möglich gewesen wäre, war dies noch eine vergleichsweise gute Lage für die Gruppe. Oft genug hatten sie bereits vom Virus Besessene befreit, weshalb es Aurora schon beinahe wunderte, dass Plot Unbound überhaupt zuließ, dass dieser Kampf zustande kam. Doch es machte Hoffnung. Bereits die Sprache des Monsters hatte gezeigt, dass es wohl ähnlich wie der Virus nur Zerstörung sah und nicht effektiv dachte. Ein weiteres Argument, welches dafür sprach, dass der Virus nicht von Plot Unbound geschaffen wurde. Aber all diese großen Fragen standen nun im Hintergrund. Elementara, Seraora und Monagoras mussten befreit werden. Sofort begann die Schlacht, 3 gegen 4, dieses Mal im leichten Vorteil für Auroras Team, was diesen Kampf beinahe zu einfach machen würde. Wenn wieder dieselbe Taktik funktionieren könnte, wie gegen die besessene Plot-Elite, dann würde Epsilon als neue Kämpferin einen riesigen Vorteil bringen. All die Besessenen wären abgelenkt und sie könnte sicher nach und nach Treffer landen, immer mehr und mehr für einen sicheren Sieg. Doch ein Hindernis stellte sich dieser Taktik. Die Stärke eines Pokémon beeinflusste anscheinend auch die Stärke des Virus. Und Elementara war eine Feindin. Eine Gegnerin, mächtig genug, Aurora und Epsilon beide in Schach zu halten. Währenddessen beschäftigte sich Seraora mit Marshadow und Darkrai stand Monagoras gegenüber. Versucht eure Gegner loszuwerden. Wir brauchen schnelle Treffer auf Elementara. Wenn sie frei ist, dann haben wir gewonnen. Natürlich verstand das gesamte Team den Plan. Und hatte auch vor, diesen sofort umzusetzen. Jedoch mussten sie erst eine Gelegenheit finden. An diesem Ort und direkt von Plot Unbound abgegeben,
schien der Seelenvirus noch aggressiver und aktiver, als würde er glauben, die Antwort auf seine Schwächen wäre schlicht mehr Offensive. Machado hatte keine großen Probleme, den Hieben auszuweichen. Allerdings, egal wie sehr er auch suchte, er fand keinen freien Moment zum Überspringen. Und dies brachte ihn zum Nachdenken. Die Idee des Virus war dumm, nichts anderes. Aber trotzdem funktionierte sie. Im Prinzip müsste er seinen eigenen Gegner besiegen, um den nötigen Freiraum zu gewinnen. Und entgegen jedes Verstandes würde er auch genau dies versuchen. Nach einem der weiteren Hiebe sprang Machado urplötzlich selber nach vorne und traf seine eigenen Hiebe. Überrumpelt von dem Umschwung taumelte Siraora nach dem ersten Treffer, was dem Schatten erlaubte, noch weiter anzugreifen. Allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde, bis Siraora wieder blockierte und seine eigenen Hiebe wieder versuchten, ihr Ziel zu finden. Der Virus war ein unglaublicher Nahkämpfer. Doch genau dies war Machados siegreiche Realisierung. Die Besessenen waren mächtig, aber auch im direkten Duell besiegbar. Es war wie Kell in der Liga. Der Nahkampf die Stärke, doch im Nahkampf zu scheitern die Schwäche. Greift sie an! Kämpft! Durch den Ruf aus der Bahn geworfen, erfuhr Aurora einen weiteren Eisenschädel. Elementara zeigte bereits im Ring Unglaubliches, doch der Virus vermehrte diese Macht erneut. Wie sollte sie bitte gegen so etwas kämpfen, selbst wenn Epsilon sie unterstützte? Allerdings zeigte sich auch die Wahrheit in Machados Worten, als er selber auf Elementara losging, sie doch blitzschnell auswich. Plotanbauend schien ihr besonders viel des Virus eingefügt zu haben. Eine Tat, welche wieder gegen die Theorie sprach, dass es nicht effizient denken konnte. Elementara sprang zurück, entging so zwar Machados Treffer. Doch sie sah nicht Siraora kommen, welcher wieder vom Virus befreit war, da Machado seinen Kampf gewonnen hatte. Ein Teil des Virus schwand im Nichts, als Elementara zurückschreckte, doch alleine um erneut anzugreifen. Nun, wo sie alle vier Feinde erfasst hatte, schien eine Überzahl deutlich weniger zu bringen, als Aurora erhofft hatte. Nicht einmal vier Gegner schienen wirklich eine Hürde zu sein. Würden sechs es werden? Auch diese Frage sollte schnell beantwortet werden, als wieder ein überraschender Angriff auftraf. Dieses Mal von Monagoras, welcher von Darkrai fortgeführt wurde. Elementara war als einzige noch besessen. Und trotzdem sollte sich dieses 1 gegen 6 vielleicht als schwierigstes Duell gegen ein besessenes Pokémon herausstellen. Eine unrealistische Übermacht ging von der Ligaleiterin aus, als sie alleine alle Pokémon umging, Treffer landete, wo sie es wollte und kämpfte, als habe sie nichts zu verlieren. Es schien, als wäre der Virus selbst überzeugt, dass für ihn in diesem Kampf nichts mehr blieb außer das. Und gleichzeitig musste es die Kraft nicht sorgen. Denn Plot anbauend verblieb immer noch. In der Ferne beobachtete das riesige Monstrum die Schlacht. Ein Ausdruck ohne Emotion auf seinem Gesicht. Und immer noch spürte Aurora, wie der Blick der Abomination vor allem auf ihr brannte. Plot und Virus erkannten die Plotkriegerin. Das Pokémon, welches dem Plan der Selbsterrettung am ehesten gefährlich werden könnte. Zusammen mit ihrer Konzentration litt auch die Kampfkunst des Vulnonas, was die inzwischen beinahe blinde Prügelei nur noch schwieriger machte. Zwar wirkte ein Sieg immer sicherer, als der Virus begann zu schwächeln und an Tempo zu verlieren. Zwar wäre das Team gleich wieder versammelt, doch sie alle waren bereits geschwächt. Hatte dieser Kampf überhaupt mehr ausrichten sollen? Hatte Plot Unbound gewusst, dass seine Kämpfer verlieren würden? Es waren so viele Fragen und keine von ihnen konnte Aurora sich beantworten. Gerade rechtzeitig schnellten ihre Gedanken wieder in die Realität zurück, um einem weiteren Eisenschädel einem Zentimeter zu entgehen. Offensichtlich hatte die besessene Elementara jedoch nicht erwartet, dass Aurora noch reagieren würde. So, dass sie ins Taumeln geriet, als der Angriff verfehlte. Eine perfekte Vorlage für entscheidende Treffer. Aus Elementaras Mähne schwand auch das letzte bisschen lila Farbe, als sie wieder zur Gruppe zurückkehrte. Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Etwas durch den Wind schüttelte sich Elementara. Nur verwirrt. Geht es sonst allen gut? Zustimmung folgte von jedem anwesenden Pokémon.
Jedoch wurde der kurze Freudenmoment unterbrochen durch ein verzerrtes, lautes Knurren. Erneut bebte die Erde, als Plot unbound wieder auf dem Grund landete. Nur Meter neben der Gruppe. Viren schlechter. Ein Schrei folgte auf dieses Wort, laut, schrill und ohrenbetäubend. Allein der Ton brachte Epsilons Kopf zum Dröhnen und sie versuchte verzweifelt, sich die Ohren zuzuhalten, bis der Hall verklungen war. Goldenes Licht erfüllte den Raum. Leuchtende Partikel schwebten in einer Art Sturm umher. Ein Tornado des Plots umgab nun die Gruppe und das löwenartige Wesen. Sie alle verstanden, was dies bedeuten würde. Die Zeit war gekommen. Erst mit dem Ende des Plot Unbound könnte wahrlich Frieden herrschen. All die Reisen, von Auroras ersten Treffen mit ihrer verlorenen Liebe bis zu diesem Punkt, würden hier enden, im Kampf gegen die zwiegespaltene Einheit. Plot Unbound.